Wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück, liebe Freunde des kultivierten Börsensports, zu Platz 3 meiner liebsten, schrägstrich erfolgreichsten Setups, die ich so handle. Ja, ich möchte in diesem neuen Video nicht nur mein dritt erfolgreichstes Setup einfach mal darstellen. Du sollst nicht dir einfach blind versuchen, diese Formation zu kopieren. Es kann nämlich sein, dass aufgrund von psychologischen Faktoren, aufgrund von Positionsgrößenmanagement und so weiter und so fort, diese Setups vielleicht nicht 100% einfach übertragbar sind. Und deswegen ist der Anspruch, den ich an mich, aber vor allem auch in diese Videos stelle, dass ich dir auch erzähle oder berichte, wie ich zu diesen Setups komme, mit welchen Infos ich da handle, damit du eine Art Systematik entwickelst, die du immer wieder replizieren kannst. Und das ist letztendlich das Wichtigste im Trading. Jegliche Formation, ob es jetzt nun mal diese klassische Doppel-Bottom, Doppel-Top-Formation, vielleicht auch eine Rising Wedge oder Falling Wedge ist, ja, das sind alles Formationen, die sind immer theoretisch sehr, sehr einfach zu erklären, theoretisch einfach zu finden. Das Problem ist, während die Marktstruktur, während die Marktdynamik aber gebildet wird, ist es sehr, sehr schwer, darauf einzugehen. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir alle schon mal auf die Nase gefallen sind, obwohl wir eine perfekte Rising Wedge gefunden haben, dass die tatsächlich ein Fortsetzungsmuster für einen Aufwärtstrend dargestellt hat, anstatt, wie wir es uns gewünscht hätten oder wie wir es aus den Lehrbüchern kennen, einfach eine Reversal Pattern ist, ja? Dass es quasi einfach hier die Richtung wechselt. Dementsprechend sind nicht Chartformationen die heiligen Grale. Chartformationen bringen uns nichts. Und diese Setups hier, die würden dir wahrscheinlich, wenn ich die einfach so an den Kopf knalle, würden dir auch nicht viel bringen. Deswegen ist der Anspruch an mich und an diese Videos, hier vor allem auch die Informationen zu berichten, wie ich dahin komme. Und das sind drei Setups, beziehungsweise drei Setups, was rede ich für einen Unsinn, das sind drei Informationen, drei Grundpfeiler extrem wichtig. Und das ist immer wieder die Marktstruktur. Ja, und das hast du wahrscheinlich immer und immer wieder in meinen Videos gehört und das hat auch seinen Grund. Wir müssen wissen, wie die Struktur aussieht und damit kann man sowas wie Trend oder auch Seitwärtsphase und so weiter und so fort beschreiben. Dann kommt die Marktdynamik, das heißt also mit welcher Geschwindigkeit, in welchem Zeitrahmen, mit welcher Psychologie einer Marktbewegung, ja, kommt der Markt an ein bestimmtes Level. Es macht nämlich einen Unterschied, ob wir so eine stufenförmige Marktdynamik haben oder ein Momentum. Und das sind schon ganz, ganz verrückte Dinge, die wir da feststellen können. Typischerweise psychologisch handeln wir eher gegen diese, lieber gegen diese stufenförmige Formation, weil wir denken, pass auf, der Markt kommt nicht so schnell nach oben, hat aber aus vielerlei Hinsicht, vielerlei Perspektiven gar nicht so die, ich sag mal, die Erfolgsquote, die wir uns wünschen, weil hier allein schon immer wieder Support und Resistance gebildet wird. Das heißt, das kann immer wieder dem Markt helfen, hier auch nach oben durchzubrechen. Zweitens ist es sehr, sehr schwer, da letztendlich auch einen spezifischen Preisbereich zu finden, wo der Markt tatsächlich deutliche Rejection bekommt. Deswegen ist es meistens besser für uns sogar gegen ein Momentum zu handeln. Im ersten Sinne aber, das soll jetzt hier nicht Thema sein, dieses Videos, darüber gibt es sogar auch schon Videos, sondern ich möchte mein drittliebstes Setup berichten. Und wenn ich dem Kind einen Namen geben möchte, dann würde ich das einfach mal nennen wir es mal Strukturbruch mit Retest. So, und zwar sind diese Strukturbrüche relativ simpel dargestellt. Ich gehe hier selten nur von statischen Leveln aus. Statische kennst du, das sind diese einzelnen Preisbereiche, die halt eben durch die Vergangenheit festgelegt wurden. Heißt, wir haben hier so einen Preis, so einen Chart, ja, und dann haben wir hier zum Beispiel mal einen Widerstand, eine Unterstützung schon feststellen können. Das heißt, historische Preisbereiche, historisch meine ich nicht vor Christus, sondern die vor ein paar Tagen oder Wochen letztendlich schon angetestet wurden, die legen letztendlich diesen Bereich schon für die kommende Zeit fest. Deswegen statisch und dynamisch sind diese Level, die zum Beispiel mit einer Struktur neu gebildet werden und uns dadurch mit Bildung der neuen Preise dann auch diese Levels letztendlich in den Markt projizieren. Und bei diesem Setup, was ich sehr gerne handle, schaue ich mir gerne eine Kofluenz an. Was ist eine Kofluenz? Eine Kofluenz ist die Übereinstimmung von statischem und dynamischem Preislevel. Das heißt also, eine Kofluenz beispielsweise haben wir hier, wenn wir einfach mal sagen, der Markt bildet hier, hat einen Widerstand gebildet, der wurde gebrochen. Nehmen wir mal an, dieser Widerstand wird zu einer Unterstützung und nein, das ist nicht immer der Fall. Dementsprechend absoluter Unfug, da vielleicht die kurze Nebeninfo. Eine gebrochene Resistance ist in der Regel kein direkter Support, aber bleibt in der Zukunft eine Resistance. Das ist ganz häufig. Die Punkte, wo Verkaufskraft reinkommt, wo der Markt short dominiert wird, sind für zukünftige Bewegungen auch eher short dominiert. Das heißt nicht direkt, dass da umgeschichtet wird, der Markt dann hier long geht. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ein fataler Fehler, den wir alle machen, oder wahrscheinlich gemacht haben,
Dieser Widerstand ist gebrochen. Wir versuchen hier long reinzugehen. Was macht der Markt? Kommt runter und geht erst dort wieder in die Long-Formation oder sage ich mal in die Aufwärtsrichtung überhaupt ein, wo der Markt vorher auch einen Impuls bekommen hat. Hier hat der Markt seinen Auffang bekommen. Hier wurde der Markt aktiv nach oben aufgekauft. Da kam Kaufkraft rein. Hier kommt wahrscheinlich dann auch Kaufkraft rein. Potenziell. Hier hat der Markt nicht unbedingt mit Kaufkraft gesorgt, sondern dieser Punkt, dieser Durchbruchspunkt hat dafür gesorgt, dass fehlende Resistance, also fehlender Verkaufswiderstand letztendlich dann nicht vorhanden war. Ja? Und dementsprechend ist der Markt dort auch durchgerannt. Also dieser Kofluenzpunkt, um zum Thema zurückzukommen, wir testen eine Resistance Area an, diese Resistance Area wird gebrochen, dann haben wir vielleicht dort sogar einen Unterstützungsbereich oder einen Liquiditätsbereich. Der Markt bildet hier auf statischer Ebene eine Unterstützung und wir erkennen, dass der Markt auf dynamischer Ebene eine Unterstützung bekommt. Ja, es ist jetzt relativ schlecht hier gezeichnet, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Wir haben einmal diesen dynamischen Bereich, wo der Markt seine Unterstützung bekommt und wir haben an diesen Punkten einen statischen Bereich. Das ist ein Kofluenzpunkt, das heißt, ein oder mehrere, meistens sind zwei, vielleicht sogar drei Unterstützungen, Widerstände kreuzen sich in einem Punkt. Das ist für uns immer sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant, weil wir da sagen, pass auf, da kommen mehrere Trading-Ideen, mehrere Trading-Ansätze überein. Es gibt viele, die sich halt auf diese Bankenlevel bzw. auf diese statischen Bereiche fokussieren. Dann gibt es natürlich auch einige, die sich auf dynamische Bereiche fokussieren. Wenn die übereinstimmen, haben wir quasi eine größere Masse an Trading-Ideen, an potenziellen Kaufoptionen, an potenziellen Long-Szenarios, die da zu tragen kommen und dementsprechend ist dort auch ein Long-Szenario zu befürworten. Ja, ist etwas, ich würde sagen, wenn wir das einfach mal so skalieren dürfen, macht natürlich wenig Sinn, aber wenn wir das einfach mal so sagen, das kann natürlich sehr, sehr Sinn machen, dass wir hier eine positive Auswirkung haben, weil wir hier doppelten Support haben. So, ja, mein Setup baut quasi darauf auf, dass ich mir beispielsweise in einem Abwärtsszenario erstmal anschaue, was ist strukturdominierend. Und wir wissen, in einem Aufwärtstrend interessieren uns die Punkte, wo Kaufkraft reinkommt. Das heißt, Unterstützungen sind strukturdominierend. In einem Abwärtstrend interessieren uns die Punkte, wo Verkaufskraft reinkommt. Das heißt, die sind strukturdominierend. Ganz wichtig, viele verbrennen sich die Finger, wenn sie in der Aufwärtsstruktur nach Widerständen suchen. Dir geht es nicht darum, in einem Aufwärtstrend zu schauen, pass auf, wo bleibt die Verkaufskraft aus. Dafür haben wir Reversal Pattern und dafür haben wir auch Triggerpunkte, womit wir dann quasi mit einer bestätigten Umkehrformation in den Markt kommen, sondern ich interessiert, wo die Kraft in die Struktur reinkommt, nämlich in die übergeordnete Bewegung, ja, in die Dimension, das nennt sich auch Translation, Bewegung in eine Richtung, in die Translation, die wir letztendlich dann auch strukturbegünstigt erwarten. Dementsprechend, häufig mein Lieblingssetup ist letztendlich, dass wir ein Abwärtsszenario bilden. Wir finden eine dynamische Widerstandslinie in diesem Bereich und wir brechen diese dynamische Unterstützung mit einer recht starken Dynamik. Was heißt recht starke Dynamik? Wir bilden hier meistens eine Overshoot-Formation. Und diese Overshoot-Formation solltest du aus Platz 4 meiner Lieblings-Trading-Setups kennen. Das heißt, wir haben da so eine kleine stufenförmige Formation, wo wir erstmal ein Tief bilden, das ein kleines Fake-Out sein kann. Wir stabilisieren uns durch ein höheres Tief im Markt. Dadurch haben wir schon mal die Verkäufer etwas auf die falsche Fährte gelockt. Wir haben hier potenziell eine Bärenfalle ausgelöst, die wir dann gekontert bekommen. Und dann bricht der Markt erstmal über diesen statischen Widerstandsbereich aus, bricht dann zudem noch hier diesen dynamischen Widerstandsbereich und schießt erstmal nach oben. Ich will noch nicht in diesem Impuls nach oben drin sein, weil auch da ist die Gefahr, dass wir sehen, pass auf, wir sind ja immer noch übergeordnet in einem Abwärtsszenario. Ja, wir sind ja immer noch übergeordnet in einem Abwärtsszenario. Das heißt, es kann sein, dass wir hier irgendwo bei einem, ich sage es einfach mal, 61, 8er, 50er Retracement Level neue Verkaufskraft aggregiert bekommen und der Markt sich dann in Strukturrichtung fortsetzt. Da will ich nicht drin stecken, sondern ich mache es mir da ein bisschen bequemer, indem ich dort mit dem Retest reingehe. Bedeutet, wir haben hier eine fallende Struktur. Wir haben den dynamischen Widerstand. Potenziell kriegen wir hier irgendwo dann diese Overshoot-Formation, aber das ist kein absolutes Muss. Wichtig ist, dass wir diesen dominierenden Widerstand brechen. Der dominierende Widerstand leitet die aktuelle Marktstruktur. Das heißt also, das hier ist die aktivste, aggressivste Widerstandszone im Markt, die als erstes gebrochen werden muss, damit die stärkste Verkaufskraft aus dem Markt geht. Ja, ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Das, was den Markt aktuell am meisten beschäftigt, am meisten runterdrückt, ist die aktuellste Widerstandsstruktur.
Und dieser Widerstand, der zum Beispiel ein dynamischer Widerstand hier darstellen kann, wenn die gebrochen ist, geht die erste starke Verkaufswelle wahrscheinlich erstmal aus dem Markt. Profitmitnahme, Stop-Loss, was auch immer. Ja, hier kommt die Bärenfalle, die wirkt auch nochmal sehr schön bullisch. Der Markt kommt nach oben und ich warte jetzt und platziere mich dort, wenn der Markt es endlich mir einen Retest bietet. Dieser Retest darf aber nicht einfach nur lapidar erfolgen, sondern ich schaue auch da auf bestimmte Mechanismen. Und zwar möchte ich in diesem Bereich hier Docht und Schatten sehen. Denn die Dochten und Schatten, die in diesem Bereich gebildet werden, sowohl hier, ja, wie auch hier, die zeigen mir, dort ist Price Action. Hier hat es mir gezeigt, dort wurde der Markt potenziell nach unten gedrückt. Ja, wenn sich der Markt nach unten bewegt, der Markt bewegt sich nach unten und wir sehen hier Kerzenformationen und die Dochte gehen nach oben, heißt das ja, dass diese Kerze, die wir hier haben, nach oben projiziert, mal hier oben quasi nach oben gegangen ist, aber an diesem Punkt, an diesem Point of No Return, die Verkaufskraft wieder in den Markt gekommen ist. Das war der höchste Punkt, wo es die Bullen, also die long-gerichteten Szenarien es geschafft haben, den Preis nach oben zu drücken, bevor er wieder nach unten gedrückt wurde. Da wurde er nach unten gedrückt, das heißt, die maximale Kaufkraft, die im Markt war, hat zu diesem Preis geführt. Und das ist der Bereich, wo dann wieder die Verkäufer dominiert haben. Das heißt, da hat sich quasi dieser Kaufrausch etwas ausgeschlichen und die Verkaufskraft kam in den Markt, dementsprechend dominiert nach unten und die Kerze sieht dann vielleicht so aus, egal ob die grün oder rot ist. Wichtig ist dieser Docht hier mit diesem Punkt. Das ist der sogenannte Triggerpunkt. Weil hier, wenn der Markt eine Abwärtsstruktur ist und uns eine Kerze mit Docht nach oben gibt, war diese Kerze bullish, zumindest bullischer als jetzt ist. Und hier oben kam neue Verkaufskraft rein, die den Markt dominiert hat. Die Kerze geht nach unten. Ja, und dementsprechend, wenn wir eine Reversal bekommen, wenn wir eine Umkehrstruktur bekommen, dann ist dieser Punkt hier der Triggerpunkt. Und dieser Triggerpunkt ist sehr, sehr entscheidend, weil da natürlich die Verkaufsorder reingeschallert sind, die dann wahrscheinlich hier auch Break-Even mit kleinem Profit, wie auch immer, aus dem Markt raus sind. Typischerweise sind diese Dochte bis zum 23er Fibonacci oder bis zum 38er Level erkennbar. Das sind diese stärksten, ich sag mal, Rücksetzungsebenen, die für einen starken Trend funktionieren. Wenn du eine starke Trendbewegung hast, sind diese Retracements hier meistens nur bis zum 23er oder bis zum 38er Fibonacci Level. Wenn es dann weitergeht, haben wir einen starken Trend. Witzigerweise ist dieser Bereich häufig eine Konsolidierung, die durch, ich sag mal, eine kleine Bärenfalle auch gespickt ist. Wir haben meistens so ein Ding, dann gehen wir weiter nach unten. Hier denken einige, pass auf, jetzt ist die Korrektur eingeleitet, jetzt haben wir eine Abwärtsstruktur, was passiert? Der Markt bildet nach dieser Akkumulationszone seine Expansion und bildet den Trend weiter. Dementsprechend müssen wir da aufpassen. Was ich aber hier möchte, um zurück zum Thema zu kommen, wir sehen hier einen dynamischen Widerstand, der wird hier gebrochen, der Markt kommt hoch, ja, durch dieses Momentum und dann will ich den Retest in diesem Triggerbereich haben. Und deswegen sind mir die Dochte hier wichtig. Ich muss sehen, das mache ich jetzt nochmal ganz deutlich, dass der Markt eine Abwärtsstruktur, wenn er hier hingekommen ist und zum Beispiel eine rote Kerze bildet, ich muss sehen vom Markt, dass das Potenzial da war, dass hier diese Kerze nach oben gehen wollte. Mich interessiert nämlich ganz genau dann dieser Punkt hier. Das ist das Wichtigste und dementsprechend brauche ich unbedingt diesen Triggerpunkt. Dann kann der Markt hier potenziell durchbrechen. Ich mache es mal etwas lapidar, ja. Dann mache ich das vielleicht mal so. Und dann kommt vielleicht eine rote Kerze nach unten. Schauen wir uns gleich im Chart an. Dann kommt die grüne Kerze vielleicht hier nach oben. Die bricht den Triggerpunkt und ich möchte gerne diesen Triggerpunkt dann auch nochmal geretestet haben. Zack, mach's mal hier dann durch diese Ebene, zeichne ich das hier mal ein. Zack, Retest. Und da will ich sehen, dass der Markt auch hier Dochte bildet, damit ich sehe, der Markt wird jetzt von dort aufgekauft. Der Markt hat diesen Liquiditätsbereich, diesen Triggerbereich akzeptiert, wird da jetzt aufgekauft. Ich will Dochte sehen, ich will hier eine grüne Kerze mit Docht sehen und dann steige ich hier long ein und bin dann sehr, sehr schön im Strukturbuch mit drin. Das ist mein Setup, ja, also Bruch des dynamischen Widerstandes, dann Überschreiten des Trigger-Levels, Momentum über das Trigger-Level. Ein möglicher Einstiegspunkt funktioniert aber häufig nur für eine geringe Pip-Size, also Pip-Size nicht wirklich viel, was da drin ist. Wenn der Retest kommt und dieser Retest standhält, haben wir eine sehr, sehr hohe Trade-Erwartung. Das gucken wir uns jetzt direkt mal im Chart an, würde ich vorschlagen.
Und zwar hier, wir sind mal im CAT-CHF auf 4-Stunden-Basis. Ich suche einen leitenden dynamischen Widerstand. Ja, schau mir diesen leitenden dynamischen Widerstand an. Erkenne ihn hier. Warum nehme ich nicht diesen, den ich gerade gewählt habe, aus Versehen, weil das hier ein Fakeout ist. Grüne Kerzen, die nach oben gehen. Rote Kerzen, die sofort zurück im Liquiditätsbereich schließen. Das hier in der Mitte ist ein Liquiditätsbereich. Das erkennen wir an den vielen Dochten, an den Umkehrszenarien hier. Das ist ein Liquiditätsbereich. Deswegen nehmen wir diesen Punkt und diesen Punkt. Wir sehen anhand der Dochte nach oben, der sogenannten Lunden, dass hier Verkaufskraft reinkommt. Und der Markt bildet hier in seiner Reversal einen potenziellen Triggerpunkt. Dieser Triggerpunkt sehen wir, ja, wird vom Markt erstmal anerkannt. Der Markt bricht nach oben durch. Wir sehen ein Momentum nach oben. In diesem Momentum, klar, kann man natürlich auch schon was reißen, definitiv. Kann man sich mal anschauen. Dieses Momentum kann ganz, ich schaue mal hier mit dem Pipmesser, mit der Preisspanne. Mit diesem Momentum über diesen Triggerpunkt haben wir an der Spitze 39 Pips mitgenommen. Ja, vielleicht wurden wir dann irgendwo mit 24 Pips ausgestoppt, mit einem Trading Stop, wie auch immer. Ich warte, bis der Markt meinen Retest bildet, und zwar auf Höhe der Triggerpunkte, Kofluenz mit der Resistance, das jetzt so ein Turncode Support geworden ist. Ja, ein Turncode Support bedeutet, dass vorher eine Resistance war, was nicht immer der Fall ist, wie anfangs des Videos erwähnt. Dann hier der Retest und der Markt stabilisiert sich nach oben. Ich sehe, dieser Retest ist sogar ein wunderschöner Retest. Aus welchem Grund? Weil wir sehen, der Markt schießt mit einer roten Kerze nach unten. Die nächste Kerze ist grün, schießt wieder hoch. Das heißt, das hier ist ein Fakeout gewesen. Hier im Liquiditätsbereich, wir gehen long. Wir haben zwei Möglichkeiten, long zu gehen. Einmal hier unten aggressiv, an der Spitze hier oben 111 Pips. Die erste Spitze waren 86 Pips. Wir haben eine zweite Möglichkeit, long zu gehen, nachdem der Trigger hier nach oben erreicht wurde. Also beziehungsweise der Fakeout abgeschlossen ist, 67 Pips. Beides sehr, sehr nice, ja. Und so will ich in meine Setups kommen. Das ist genau das gleiche wie jetzt zum Beispiel hier. Der Markt bildet mir einen dominanten, leitenden Widerstand. Der ist hier. Wir haben das Potenzial, dass das hier leider schon der Retest war. Damit ist das Szenario abgeschlossen. Auch das wäre ein potenzieller Retest gewesen. Du siehst, mit diesem Retest wärst du auch jetzt schon 16 Pips im Profit. Aber was natürlich schön zu sehen ist, der Markt fällt nach unten. Versucht eine Spitze nach oben zu bilden, das hier ist das Trigger-Level. Der Markt kommt runter, testet das Trigger-Level an, wieder unten, Doppel-Bottom so gesehen, bricht diese Trigger-Level nach oben. Welchen Marktbereich testet der Markt hier an? Und zwar perfekt, dieses Trigger-Level knapp drüber, wunderbar. Ja, klappt natürlich nicht immer auf den Pip genau, dann wäre es zu schön, aber was wir sehen, sehr, 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 sehr schönes Szenario. Gucken wir es uns in einem anderen Markt an, machen wir mal einen Euro-AUD. Schauen wir uns das hier mal an, wie der Markt hier reagiert hat. Wir nehmen den dynamischen leitenden Widerstand der aktuellsten Bewegung. Wir erkennen hier sehr, sehr schön, dass der Markt einen dominierenden Widerstand hier hatte. Der Markt bewegt sich nach unten, bricht diesen Widerstand. Wir erkennen, dass der Markt hier unten eine Unterstützung hat. Das ist diesmal kein Triggerpunkt, aber eine Unterstützung bildet. Und zwar in diesem schönen Bereich hier, wo der Markt dann auch Liquidität zeigt. Das heißt, im Endeffekt ist für uns die interessante Zone das hier. Der Markt testet das wunderschön an und bildet mir dann sogar eine schöne Aufwärtsstruktur, wie hier gesehen. Ja, und das ist sehr, sehr schön. Wenn wir jetzt entlang nach der Aufwärtsstruktur traden können, dann haben wir hier mit diesem Retest quasi sehr, sehr schönes Long-Szenario. 240 Pips, 190 Pips, wie auch immer. So, und zwar müssen wir wissen, diese Bereiche, die geretestet werden, wir können die natürlich nicht auf den Pip genau definieren. Das heißt, wir könnten mal ganz, ganz penibel sagen, diese Spitze nach unten wäre jetzt mein Retest gewesen, da wärst du wahrscheinlich mit Spread nicht abgeholt worden. Dich interessiert nicht genau dieser einzelne Pip und ich bitte dich davon wegzukommen, von Sniper-Einstiegen zu sprechen oder die auch versuchen, irgendwie zu favorisieren. Ja? Das macht nicht so viel Sinn, weil wir mit viel zu viel Geld einfach im Markt konkurrieren. Das heißt, du kannst nicht genau wissen, wo die Positionen geöffnet oder geschlossen werden. Aber du erkennst ja einen Bereich. Du erkennst, dass hier dieser Bereich durch Price Action letztendlich geformt wurde. Ja, du erkennst, hier kam Kaufkraft rein. Das heißt, hier kann potenziell wieder Kaufkraft reinkommen. Und dann schaust du dir diesen Bereich an und du verlässt dich ja nicht nur rein auf einen vorherigen Preis, der einmal angetestet wurde mit einer Kerze, sondern du schaust dir Marktbereiche an. Und dann erkennst du, wenn der Markt hier langsamer wird. Letztes Video, vierter Platz, ganz wichtig, die Kerzen werden kleiner. Die Kerzen bereiten sich auf eine Umkehrformation vor. Da siehst du, dieser ganze Bereich ist interessant für dich einzusteigen. Und der gibt dir
genug Zeit, da reinzukommen. Dieses Setup habe ich auch in der Euro-AUD, in diesem, wo ich eure Trading-Ideen bewertet habe, in diesem YouTube-Video, auch behandelt. Und das ist ein sehr, 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 sehr schönes Szenario gewesen. Ja, da hat man sich sehr, sehr gut darauf vorbereiten können. Jetzt schaue ich einfach mal australischer Dollar, Schweizer Franken vielleicht, ob wir da ein aktuelles Beispiel finden. Schau mal das gleiche jetzt in eine andere Richtung. Das hier ist der leitende dynamische Widerstand. So, perfekt. Wir haben hier den Strukturbruch und hier haben wir das gleiche, einfach nur andersrum. Ja, wir haben hier dieses Doppel-Top jetzt gebildet, anstatt das Doppel-Bottom. Bruch dieses Widerstands, das heißt, hier kommt der Impuls nach unten. Dann retesten wir den Bereich und es geht sehr, sehr steil nach unten. Ja, jetzt können wir mal schauen, was wir auch machen können. Mir persönlich, ich shorte lieber, wenn ich hier solche Umkehrformationen sehe, als dass ich long gehe. Das Szenario von gerade, oder das ist meine Lieblingsidee, da gehe ich aber lieber long. Ja, dieser Bruch des Widerstandes ist für mich psychologisch einfach ein angenehmeres Setup zu traden. Kannst du dir einen Gefallen tun, rechte Maustaste auf die Skala, Skala invertieren, wo haben wir das Ding, zack, und da hast du den gleichen Spaß jetzt invertiert, dann kannst du das ganz, ganz entspannt wieder hier anlegen und du siehst wunderbar, wir haben den Bruch des Widerstandes, wir haben den Retest in diesem Bereich hier, fast auf den Pip genau wieder und dann geht es nach oben. Das hier wäre an der Spitze ein sehr, sehr schöner Trade von 120 Pips gewesen. Wir haben einen ähnlich guten Trade auch mitnehmen können, australischen Dollar, Schweizer Franken, den aber mit einem Sell-Stop in der Gruppe auch sehr, sehr schön. Natürlich aber, dass das Ganze hier wieder ganz normal ist. Und ja, das ist quasi mein erfolgreichstes Setup, Teil 3 oder Punkt 3, wie du es nennen willst. Ich hoffe, dass du hier noch ein bisschen was mitnehmen konntest. Wenn du dieses Szenario, ich sag mal, wirklich verinnerlichst und dieses Szenario Step by Step handeln kannst, machst du extrem gute Fortschritte. Weil dieses Szenario ist charttechnisch logisch. Wenn hier nämlich erstmal die Unterstützung gebrochen ist, dann ist die Hauptstruktur, der dominante Unterstützungsbereich, da wo die stärksten Käufe reinkommen, erstmal raus aus dem Markt. Ja, die sind erstmal rausgenommen. Da werden Stops gefischt, beziehungsweise da werden die Stops gelöst und dann geht es weiter nach oben. Dann kriegen wir den Strukturbruch hier, kriegen den Strukturbruch an dieser Stelle, kriegen den Retest eines Liquiditätsbereiches und dann Abfahrt nach unten. Ja, machen wir noch ein Beispiel, machen wir einfach mal den GBP-AUD. Gucken wir mal, ob wir auch hier sowas haben. Und auch hier finden wir wahrscheinlich auf H4 mit die beiden Spitzen, die drei Spitzen, finden wir das Gleiche. Ja, hier finden wir den Bruch des Widerstandes. Wir kriegen kein starkes Momentum, aber den Retest und der Markt bewegt sich weiter nach oben. Hier waren es vom Retest nach oben 358 Pips. Hier dieser Bereich sehr interessant. Sehen wir, da hat der Markt auch reagiert. Diese Spitzen, ja, die sind alle sehr, sehr schön. Wir warten, bis der Markt langsamer wird. Der Markt bildet lange Docht, bildet kleinere Kerzen, Umkehrkerze, große Kerze nach oben. Das heißt, Preisbereich bestätigt, Abfahrt nach oben. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Video oder viel Erfolg mit diesem Setup. Positiv an diesem Setup ist, es ist relativ einfach. Positiv ist, wir handeln mit der Charttechnik, weil wenn quasi ein Widerstand fliegt, dann werden da wahrscheinlich auch Stops gelöst. Das heißt, wir kriegen hier ein Kaufmomentum nach oben. Wir warten das ab. Warten auf einen Retest, auf Bestätigung einer Liquiditätszone, dass neuer Support reinkommt. Der Markt bewegt sich nach oben. Wunderbar. Das ist sehr, sehr gut. Unsere Profiterwartung extrem gut, weil wir hier an den Anfang einer Strukturbruches oder einen Strukturwechsel reinkommen. Bis zum nächsten Video. Dein Dominik von Wall Street Story. Bis bald.